Hallöchen, herzlich willkommen zur 64. Folge vom Euro Truck Simulator 2. Ja, kurzer Blick auf die Karte. Wir stehen hier irgendwo zwischen Luxemburg und Liège und Brüssel und sind auf dem Weg nach Calais, haben in Klagenfurt am Wörthersee geladen. Das wird mir gar nicht mehr angezeigt, die Route hier. Also hier unten sind wir gestartet. Wir haben eine ganz schöne Ecke hier hinter uns. Ja, hier sind wir jetzt schon, das haben wir schon erreicht jetzt hier. Und ja, heute ist es endlich soweit. Wir laden in Calais ab. Schmeißen wir mal hier den Riemen auf die Orchel. Sehe ich mal, Gang einlösende Feststellbremse und ab geht er, Peter. Da kommt tatsächlich noch ein Auto. So, nur mal gucken, ob hier frei ist. Ja, ist es. Freie Bahn. So, dann schauen wir doch mal, wie es in Calais so aussieht. Heute laden wir auf jeden Fall ab. Also wir haben jetzt noch, ich habe gar nicht geguckt auf die Kilometer, aber ich glaube 300 noch oder so. Und das sollte auf jeden Fall zu schaffen sein. Das sollte zu schaffen sein, problemlos zu schaffen sein. Endlich wird auch mal ein bisschen Tageslicht. Mal sehen, wie lange. Schon 13 Uhr hier mittags. Fahrzeit haben wir jetzt erstmal voll wieder, ne? Neue Baustelle hier. Ja, da hört man sogar eine Presslufthammer. Ja, hier war 70 wegen der Baustelle. Das müssten sie vielleicht auch noch mal irgendwie mit einbauen, dass man solche zufallsbedingten Ereignisse hat auf der Strecke. Ich meine, die Baustelle, die wir jetzt hier passiert haben, ist immer eine schöne Abwechslung. Aber im Endeffekt ist diese Baustelle immer nur hier. Da kommt nie irgendwie mal, dass die woanders ist. Und das wäre eben schön, wenn das noch ein bisschen zufallsgeneriert werden würde, könnte. Dass wir da quasi zufällige Ereignisse an beliebige Orte haben. An beliebigen Orten haben. Meine Fresse. Der wollte wohl auch noch darin da oder was? Da hinten. Kommt noch einer von hinten angeprescht, der hat wahrscheinlich gedacht, ich warte auf ihn.
fährst auch nicht hier auf der Autobahn an, hier nur weil der von hinten kommt, ja, mit dem LKW vor allen Dingen. Also Parkplätze, habe ich so den Eindruck, gibt es jetzt ziemlich viele. Kommt schon wieder einer, auch schönere finde ich, nicht so diese kleinen Dümpel-Tankstellen hier, wo du kein Verzögerungsstreifen hast und nicht, sondern eine richtig schöne Tankstelle hier, so wie man es aus der Realität eigentlich kennt. Große Tankstelle, dahinter ein schöner Parkplatz, also ein großer, weil es schön ist, einfach dahingestellt, aber ein großer Parkplatz. So muss das sein. Da habe ich eben Hoffnung, dass das im American Truck Simulator ein bisschen schöner gestaltet wurde. Wie auch immer gestaltet ist es bestimmt schon. Car kommt ja nun bald raus hier. Sollten sie eigentlich so das Gröbste schon gemacht haben. Hier kommt der nächste Parkplatz. Da am Grenzübergang ist das gut. Am Grenzübergang ist immer ein Parkplatz, habe ich so hier die Erfahrung gemacht, im Truck Simulator zumindest. Wieder aus Belgien raus, rein nach Frankreich. Man dürfte auch gar nicht mehr so weit sein, da müsste man in Calais ankommen. So, Augen offen halten, dass wir hier müssen wir nämlich abfahren, sehe ich gerade. Dass wir das nicht verpassen. Fast ohne Geschwindigkeitsverlust hier die Abfahrt genommen, sehr schön. Zeit gut gemacht, Diesel gespart, was will man mehr? Achso, und unbescheuert durch die Kurve gekommen, das ist vielleicht das Wichtigste, ne? Das sollte man vielleicht als erstes erwähnen. Schnippeln hier, das ist ja. Der Beifahrer mit halt hier, dem wird ja schlecht hier bei den ganzen Kurven. Große Baustelle hier rechter Hand hier, riesen Kräne. Na, ich würde gerade sagen, bleib sitzen. So. Das sieht schon alles ein bisschen hier nach Calais aus, wenn du mich fragst. Oder? Täusche ich mich da? Hier kommt doch ein Schild, wo sind wir denn jetzt hier? Nee, Lille ist das. Also ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber ich sag mal, also da stehen tut Lille, also sage ich jetzt einfach mal Lille. Das wird wahrscheinlich anders ausgesprochen. Weiß ich aber nicht. Ja, komm, fahr rein in die Buchte. Das war ein Verkehr, meine Güte. Muss man richtig aufpassen hier, gefällt mir. Lille ist das, naja, dann wird es wahrscheinlich doch eine volle Folge nochmal. Ich dachte hier, die letzten zwei wären ein bisschen kürzer, aber hat sich an den Grenzen gehalten. Die letzte war ja auch was bei 20 Minuten lang. Hätte ich nicht gedacht, dass da eine zweite vorsteht. Hier sind wir jetzt bei 10 Minuten, sind jetzt Höhe Lille.
noch ein paar Meter bis Calais. Dann müssen wir noch durch Calais durchfahren, wahrscheinlich ein Stückchen mit in die Ortschaft rein. Und ja, in der Rampe müssen wir auch noch ran, mal gucken. Ja, wir haben wahrscheinlich doch 4 volle Folgen. Calais, Paris, rechts. Nee, sollen fahren wir aber nicht. Wir fahren hier nicht. Jetzt muss ich doch mal kurz auf die Karte gucken, entschuldigt. So, da. Ach, hier könnte man auch nach Calais fahren, richtig, ja, okay. Machen wir aber nicht, wir bleiben auf der Autobahn erstmal. Wir bleiben auf der Autobahn, bringt nichts. Irgendwelche Affendänze jetzt anzufangen und vielleicht 2 Kilometer zu sparen, das bringt nichts. Wir nehmen jetzt hier Fahrt auf und. Jetzt hier fahren auf und da fahren wir schön mit unseren 80 hier in die Autobahn. Ich glaube, da haben wir mehr gekonnt. Aufgedeckt haben wir noch gar nicht hier. In der Gegend waren wir noch nie. Von daher brauchen wir da keine Rücksicht nehmen. Wenn wir natürlich das zweite oder mal hier hochfahren oder das dritte Mal oder dann eine Tour runterwärts uns raussuchen, dann können wir natürlich mal gucken, ob wir vielleicht doch mal einen kleinen Schlenker Landstraße fahren, um ein bisschen was aufzudecken. Momentan habe ich alles bei 30% oder so aufgedeckt, wenn mich nicht alles täuscht, plus minus 3%, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich habe vor kurzem mal geguckt, also was heißt vor kurzem, vor längeren eigentlich schon, da waren wir bei 26%, was wir von der Karte aufgedeckt haben, also wo wir schon überall waren. Aber wie gesagt, das ist schon etwas länger her, da war ich noch, das war noch vor Klagenfurt war das. Also könnte man jetzt schon bei 30 oder so sein. Ich finde ja seitdem wieder ganz schön viel gefahren, auch in Neuland, wo wir vorher noch nie waren. So, weil ich bin eigentlich, ich freue mich schon ein bisschen, wenn wir uns hier abladen können. War doch eine sehr, sehr lange Tour. Wir gehen ja jetzt auf die Kilometer bezogen, mehr aufs Zeitliche. Allerdings auch sehr abwechslungsreich. Wir hatten lange Landstraßen drin, wir hatten sehr kurvenreiche Landstraßen drin, wir hatten Autobahnabschnitte drin, ein paar schöne, ein paar weniger schöne. Und da haben wir auch schon ein Wegweiser Calais Port, also Hafen, ja, dürfte klar sein. Am Hafen. Oh, das war ja gemein, ich habe überhaupt nicht gesehen, jetzt muss ich anhalten. Jetzt kommt der von dort, lässt er mich raus, da lässt mich doch bestimmt rein. Der muss mich rauslassen, ich stehe ja schon auf der Straße. Calais, da ist ja der Hafen, ja, da ist der Hafen für die Fähre nach Dover rüber, um auf die britische Insel zu kommen. Simulator, da gibt es Gott sei Dank keine Flüchtlinge oder Asylanten oder was auch immer, die uns mit Stein bewerfen, nur weil wir sie nicht mitnehmen nach Großbritannien rüber. Also hier in der Region möchte ich gerade kein LKW-Fahrer sein, absolut nicht. Da genieße ich lieber hier meinen Truck Simulator, wenn da nicht alles so wunderbar und astrein simuliert ist, aber
Es geht wenigstens friedlich zu. Oh, ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr. Da war ein Verkehrsunfall. Jetzt unsere Bude, wir müssen hier rechts abbiegen an dieser Ampel. Rechts abbiegen. Da decken wir sogar ein Fragezeichen auf. Jetzt wieder links abbiegen. Das haben wir. Hier ist die Hupe. Nein, das kann ja nicht sein. Wie blöde Leute. Ich habe extra ein bisschen später eingelenkt, weil ich nicht anhalten wollte und im fünften hier rumrollen wollte. Ja, mein Händler, cool. Ein kleiner ist das, ja, ein kleiner. Ja, weil ich im fünften rumrollen wollte, um den, also hinter ihm abbiegen wollte und der Dödel hält einfach vor mir an, das kann ja nicht wahr sein. Er wird es alles sicherlich nur gut gemeint haben. Ich dachte, er würde mich reinlassen. Er war eben ein bisschen blind, dass er. So, hier ist doch schon LKW-Lok. Hier müssen wir hin. Wir haben es geschafft. Wir müssen nur das Tor hier treffen. Ja, automatisches Einparken. Das machen wir lieber selbst. Ein bisschen. Unsere Fähigkeiten unter Beweis stellen. Und wenn es halt nicht klappt, verbuchen wir es unter einer Übung. Kann ich jedem nur empfehlen, wer es lernen will. Wer sollte es machen? Einfach machen. Je öfter, desto besser. Alles eine Übungssache, alles eine Trainingssache. Das war jetzt ein Paradebeispiel, das gebe ich zu, das ist sehr gut gelaufen. Das läuft aber mir nicht immer so, wer dich meine Folgen kennt, der weiß es auch. Ich habe schon mal ein Korrekturszug machen müssen oder ähnliches. Das wäre jetzt auch Prahlerei und totaler Unfug, hier zu behaupten, dass das immer so klappt. Aber im Groben und Ganzen. Das ist aber eine Übungssache. Okay. Dann laden wir mal ab und hoffen, dass wir hier richtig viel Kohle und Erfahrungspunkte kriegen. Ich muss mal hier meinen Zettel liegen. Ja, der ist mir ein bisschen im Weg. So. Jawohl. Das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus, Mensch. Wenn wir dann noch eine richtige Fernverkehrstour machen, ja, doch 16.000. Könnte man das schaffen, mit einer Tour Level 12 zu werden? Gut, wir sind ja bei 19 Minuten, von daher würde ich sagen, suche ich mir da mal in Ruhe eine Tour raus. Und vielleicht auch zwei. Ihr seht, ich habe hier oben schon Gefahrgut aktiviert. Ich bin jetzt ein bisschen
Theoretisch könnte man ein bisschen zerbrechliche Flacht. Machen wir hier mal ein Pünktchen rein, vielleicht. Finden wir da was Schönes. Gut, okay. Bis dahin würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder oder so. Wir uns eine schöne Tour raus. Bis dahin. Ja, macht's gut. Fahrt schön rechts. Grüßt die Leute.